Ausgeschlafen? Was möchtest du? Schokolade, Vanille, Marmelade? Schoko. Schoko. So, mein Schatz. Morgen, Frau Waldheim. Herr Schmelzer, hallo. So, einmal wie immer? Könnte ich dir noch mal anschreiben lassen? Ach, Herr Schmelzer. Ewig kann das aber nicht so weitergehen. Du musst los. Der Termin. Oh, danke. Die Mama hat nämlich eine Verabredung mit der Venus. Mit der Venus? Oho. Göttin der Liebe. Also ich düse. Tschüss. Waren Sie schon mal in Traunstein? Ja. Long time ago. Ja, Mia, was machst du denn hier so früh? Guten Morgen. Guten Morgen. Ich spring kurz für Mama ein. Ja, aber das geht doch nicht. Du musst doch in die Schule. Die Schule ist erst um 8. Bis dahin ist Mama längst wieder da. Und du? Konntest du wieder nicht schlafen? Ach, senile Bettflucht. Wo ist denn die Mama schon wieder? Mal kurz weg. Die hat einen Termin. Ganz kurz. Einen wichtigen Termin. Sie werden gleich ein Schauspiel beobachten, was sich erst in 105 Jahren wiederholen wird. Im Jahr 2117. Der Planet Venus passiert auf seiner Laufbahn die Achse Erde-Sonne. Und wird als kleiner schwarzer Punkt vor der großen Sonnenscheibe deutlich zu sehen sein. Die Venus ist nach Merkur, hier, der zweitinnerste Stern unseres Sonnensystems und übt eine besondere Faszination auf uns Menschen aus, da er in den frühen Abend- bzw. Morgenstunden gut sichtbar ist. Er ist nach dem Mond der hellste Himmelskörper und wird auch als Abendstern bezeichnet. Die Venus hat nahezu dieselbe Größe wie die Erde, setzt sich an ihrer Oberfläche jedoch völlig anders zusammen. Der durchschnittliche Atmosphärendruck beispielsweise beträgt 90 Bar, was etwa einem Druck in 900 Meter Wassertiefe gleichkommt. Unter einer stets geschlossenen Wolkendecke herrscht völlige Dunkelheit und ein permanenter Regen aus Schwefelsäure. Was ist das für ein Vogel? So genau wollten wir es doch gar nicht wissen. Beträgt 224 Tage. Thank you.
Wahnsinn. Als wäre man mitten im Weltall. Und alles, was einen hier so beschäftigt, wird ganz, ganz klein. Danke. Tschüss. Hey, und wie war's? Das war der Wahnsinn. Ich habe sowas überhaupt noch nie gesehen und alles ganz nah. Ab jetzt geht's aufwärts. Wir stehen unter dem positiven Einfluss von Venus-Energie. Das bedeutet Glück pur. Und wie lief's hier? Mama, deine Bilanz sieht echt nicht gut aus. Und die Polizei war da. Du sollst nachher aufs Revier. Was? Ja, wegen Kinderarbeit und so. Nee. Opa hat sich empört, dass du dein armes Kind ausbeutest. Da wären wir die Polizei ja lieber. Los, ab in die Schule. Und vielen Dank. Tschüss, bis später. Morgen. Carina. Einmal Schoko. Dann gib mir doch mal 10 Stück von den Lakritz-Schnecken. 10. Oder weißt du was, gib mir gleich 15. 15. Mhm. 15. 15 mal 10. Taschenrechner sind ja auch nicht das, was sie immer waren, oder? Tobi, diese Woche wird bezahlt. Nächste kannst du wieder umsonst lesen. Also nach Adam Riese. Weißt du was? Machen wir doch einfach 8 Euro, okay? 8 Euro, gut. Danke. Namaste. Maxi, es ist gerade mal 9. In Indien ist jetzt Mittag. Na dann. Guten Appetit. Danke. Papa, ich weiß, was du sagen willst. Du kannst es dir also sparen. Ja, ich hätte Mia nicht alleine lassen dürfen, aber es war eine absolute Ausnahme. Das kann dich den Gewerbeschein kosten. Ist dir das nicht klar? Ich verstehe dich nicht. Deine Mutter würde sich... Im Grabe umdrehen, ja, ich weiß. Hier, das ist für die Zeitung von heute früh. Zähl nach, ich könnte mich verzählt haben. Bei dem Pfennig nicht eher... Pfennige gibt's schon ganz lange nicht mehr. Ah, gut, dass Sie da sind. Ich soll vom Chef ausrichten, es wird erst wieder geliefert, wenn alles bezahlt ist. Wie, ist es nicht alles bezahlt? Tut mir leid. Ich springe nicht wieder ein, Caro. Du musst endlich lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich gehe jetzt in den Garten und hole ein paar Äpfel. Mia mag die so gern. Ja. Binnen 7 Tagen. Rechtliche Schritte. Das ist nicht die einzige, oder? Kenn ich. Super Venus-Transit. Glück pur. Der Garten ist ja immer noch genauso wie früher.
Nur wir. Wir haben uns ein wenig verändert. Ist lange her. Lange her. Ist das ein kurzer Besuch oder was? Vielleicht Sehnsucht nach meinem großen Bruder. So plötzlich, nach so vielen Jahren. Ja, bin ich gerade im Klassensprung. Ja, ich weiß, das ist keine gute Entschuldigung, aber du hast ja auch nicht auf meine Einladungen reagiert. Das letzte Mal warst du da zur Mutters Beerdigung. Und jetzt? Warum jetzt? Heimweh. Du und Heimweh. Ja, mich. Ich denke in letzter Zeit immer öfter an früher. Je älter ich werde, umso näher rückt die Vergangenheit. Und, wie geht's dir? Und dir? Ähnlich. Nach einem Bypass merkt man, dass die Zeit, die man noch hat, endlich ist. Oh. Du hast eine Tochter, Caroline? Ja, Caro, sie hat den Kiosk von Gerda geerbt. Den Kiosk von deiner Frau? Ah ja, ich habe schon gesehen, dass es die noch gibt. Ich wollte mich vielleicht für den Grundkurs Mathematik anmelden. Aber der ist bestimmt schon voll. Sie haben Glück. Es sind noch 3 Plätze frei. Hier, bitte. Beginn ist heute Abend 19.30 Uhr. Pünktlich. Und Ihren Lehrer haben Sie ja schon erlebt. Eine Margarita und eine Prosciutto, bitte. Ja. Bis gleich. Danke. Oh. Machst du dann das? Oh. Entschuldigung. Ich muss nämlich weg. So was. Wir kennen uns übrigens. Heute Morgen von der Venus. Ja, ja. Das war ich. Eine unterdurchschnittlich intelligente Frau, die Grundrechenarten wiederholen muss, obwohl sie schon mal in der Schule war. Aber ich habe doch nicht Sie gemeint. Ich meine, es gibt wirklich interessante mathematische Phänomene. Wenn einem die Schönheit einer mathematischen Formel offenbar wird, dann verblassen natürlich die Grundrechenarten. Natürlich. Ja.
Hallo. So, 13:30 bitte. Oh, haben wir es jetzt nicht passend? Ich habe ein kleines Problem mit Kleingeld. Ach, das passt so. Oh, danke. Tschüss. Ciao. Und, hast du dich angemeldet? Aber nichts Opa verraten, okay? Mal sehen, was es bringt. Mein Lehrer ist so ein super Schlauer. Ich kenne ihn schon aus der Sternwarte. Da habe ich auch schon kein Wort verstanden. Mama, ich meine ja nur, ob er der Richtige ist. Dass du das alles kannst. Also von mir hast du das nicht. Vielleicht von Opa. Hat Opa eigentlich Abitur? Na klar hat Opa Abitur. Dann weiß er ja auch immer alles besser. Schon eine Schande, dass ein so intelligenter Mann eine so dämliche Tochter hat. Lass dich nicht immer so von ihm runterziehen. Diesmal schaffst du's. Du bist süß. Danke. Hallo. Hey, Süße. Was machst du nachher in der Rechnung? Nach dem Stillen lese ich meinen 5 Kindern gute Nachtgeschichten vor. Echt jetzt? Also willkommen im Grundkurs Rechnen. Ich werde Sie mit der Welt der Zahlen vertraut machen, damit Sie sie besser kennenlernen. Eine kenne ich schon. Die 6. Und sich mit Hilfe der Grundrechenarten gut darin zurechtfinden. Denn Zahlen sind viel mehr als einfach nur tote Zeichen auf Papier oder tote Symbole. Zahlen sind der Schlüssel zur Welt. Anhand von Einsteins Relativitätstheorie, nur als Beispiel. Einstein, ist klar. Energie ist gleich Masse mal Vakuumlichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Licht bewegt sich ja bekanntlich mit einer Geschwindigkeit von 300 Millionen Metern pro Sekunde durch den Raum. Das muss man sich mal vorstellen. 300 Millionen Meter pro Sekunde. Eine schöne Zahl. Messen jetzt verschiedene Beobachter die Geschwindigkeit eines Lichtstrahls relativ zu ihrem Standort, so kommen sie unabhängig von ihrem eigenen Bewegungszustand zum selben Ergebnis. Es geht immer um die relative Bewegung aufeinander zu. Womit sich letztlich der gesamte Kosmos erschließen lässt. Mir würde schon reichen, wenn sich mir mein Bankkonto erschließt. Bitte? Der Kosmos, das ist schön, aber mir persönlich wäre wichtig, wenn ich meinen Geschäftskram zahlenmäßig überblicken könnte. Buchführung, sowas. Buchführung? Das klingt doch ganz nach den Grundrechenarten. Die Addition, eine der 4 Grundrechenarten der Arithmetik. Mathe hat mir auch immer Spaß gemacht. Bei mir in der Klasse ist eine, die kann mit Zahlen gar nichts anfangen. Die hört schon immer vor der Mathestunde. Jetzt hat unsere Lehrerin gesagt, die hätte wie so eine Krankheit. Dyskalie oder so ähnlich. Quatsch. Pädagogengewisch. Die ist wahrscheinlich faul. Ohne Fleiß und Disziplin geht nun mal gar nichts. Soll ich jetzt bald gehen? Wo bleibt denn die Mama? Sie ist aus. Mit einer Freundin. Die macht sich's leicht. Anstatt sich um den Kiosk zu kümmern. Wenn sie nur ein bisschen kaufmännischen Verstand hätte. Deine Großmutter, die konnte wirtschaften. Da sind die Leute Schlange gestanden vor dem Kiosk. Ich find's gut, dass Mama jetzt den Kiosk macht. Sie kann das halbe Viertel. Alle kommen total gerne zu ihr. Sie ist da viel lieber als in dem blöden Büro, in dem sie vorher war. Ja, ja. Oder im Gartencenter oder in der Taxizentrale. Oder war die Drogerie vor der Taxizentrale. Man kommt schon völlig durcheinander. Es gibt so viele Leute, die nörgeln immer nur rum und verändern nie etwas. Mama probiert halt immer weiter aus, bis sie zufrieden ist. Ab jetzt geht's aufwärts. Jetzt ist doch gerade die Venus vor die Sonne gewandert. Mama sagt, da können völlig unvorhergesehene Dinge passieren. Also fang du nicht auch noch mit diesem Sternenkokolores an. Hey Papa, wie geht's dir? Ja, mir auch.
Wenn ich jetzt die Anzahl meiner Bestellungen mit dem Preis multipliziere, dann erhalte ich als Produkt... Wie jetzt Produkt? Ich dachte, wir rechnen Preise aus. Das tun wir doch. Das Ergebnis einer Multiplikation nennen wir... Produkt. Multiplikare, vervielfachen. Durch die Multiplikation als Grundlage der höheren Mathematik sind wir in der Lage zu errechnen, dass die Sterne, die wir sehen, vielleicht schon nicht mehr existieren. Multipliziert man die Lichtjahre... Stopp! Stopp, das ist wunderbar, dass es Sterne gibt. Egal, wie viele Lichtjahre die weg sind. Das ist ja das Schöne an den Sternen, oder? Aber ich muss jetzt mal kapieren, wie das funktioniert mit der Multiplikation. Wie? Ach so. Es ist doch ganz leicht. Und hier ist das Komma wieder. 959 Euro und 20 Euro Cent. Jetzt haben Sie ja nur Ihr Rad angeschlossen. Ja, in mancher Hinsicht bin ich dann doch lernfähig. Nur nicht den Mut verlieren, das wird schon. Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich habe den Kiosk meiner Mutter übernommen. Am Ludwigsplatz. Und was machen Sie da? Was ich da mache? Da stehe ich hinter der Theke und verkaufe Zeitungen und Luther und Eis und Schokolade und all so ein Zeug. Und gefällt es Ihnen? Die Arbeit am Kiosk? Ja. Ja, das gefällt mir richtig gut. Ich rede gern mit den Leuten und ich höre ihnen auch gern zu. Nur das Abkassieren, das ist eben schwierig. Ja, dann gehen wir Frühstück essen. Mit Mama, ja. In der Pizzeria. Hallo. Und, hattest du einen schönen Abend? Ja, was dagegen? Sie telefoniert schon ewig mit dem Vater. Ja. Was tun die beiden öfter? Der meldet sich doch nur, weil er etwas will. Leute, die plötzlich auftauchen, wollen immer irgendetwas. Leih ihm bloß kein Geld, das siehst du nie wieder. Geld bei mir. Es gibt Väter, die plaudern einfach gern mit ihren Töchtern. Ganz ohne Hintergedanken, weil sie sich mögen. Thunfisch? Nein. Also, ich verstehe das nicht. Ich bin ohne Vater aufgewachsen, weil mein Vater gefallen ist. Mia wächst ohne Vater auf, obwohl sie einen hat. Nur will der keine Bindung. Das ist doch schrecklich. Okay. Ja, tschüss, Papa. Ich freue mich. Grüß schön. Und Grüße von Mama. Ja, mache ich. Tschüss. Papa ist bald in München auf der Durchreise. Und dann will er vorbeikommen. Ist doch toll, oder? Super. Was? Was? Sie freut sich einfach, dass ihr Vater zu Besuch kommt. Und ich mich übrigens auch. Opa regt mich echt auf mit seinem ewigen Misstrauen. Er meint das doch nicht so. Doch, der meint es genauso. Er soll mich in Ruhe lassen. Ich bin doch erwachsen. Hast du Zähne geputzt? Ja. Wie war es in dem Kurs? Mama. Ich verspreche dir, ich bleib dran. Bin ich nicht langsam zu groß für Leuchtsterne? Man ist nie zu groß für Leuchtsterne. Meine Mama, die hat mir vor dem Einschlafen auch immer die Sterne erklärt. Schlange, Cassiopeia, Pegasus, der große Bär und sein Pferd mit dem großen Wagen. Gut. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht.
Einmal gehakt ist einmal gegossen, hat unsere Mutter immer gesagt. Ich habe mich immer gewundert, wie der das geschafft hat, immer wieder diesen Garten zum Blühen zu bringen. Manchmal hatte ich das Gefühl, je größer die Not, umso schöner der Garten. Du hast ja keine Ahnung, wie es wirklich war. Wie lange dauert das noch? Warum? Ich würde gerne mit dir zum Kiosk gehen, damit du mir endlich mal deine Tochter vorstellst. Sag mal, was willst du wirklich hier? Bist du pleite? Brauchst du Geld? Ich will ein paar Dinge ordnen. Ordnen? Ordnen? Was gibt's da noch zu ordnen? Dazu ist es zu spät. So viel? Das kann ja nicht sein. Das dachte ich auch erst, aber meine Tochter und ich, also wir haben das nachgerechnet. Das stimmt schon. Ich brauche das Geld, sonst kann ich den Kiosk hierbei dicht machen. Könnte ich denn heute noch einmal anschreiben, dass die Rente gibt es doch erst zum Monatsanfang? Nein, nein, jetzt ist mal Schluss. Ein letztes Mal. Und nur die Zeitung. Dankeschön. Also ohne Bonbons. Wir haben Besuch. Hallo. Das ist Caroline. Hallo. Hast du mich hier? Und das ist Martin, mein kleiner Bruder. Also dein Onkel. Ach, dein kleiner Bruder, das ist ja ein Ding. Der reiche Onkel aus Amerika. Aus Kanada. Aber ich bin sicher, du wirst dich nicht an mich erinnern. Du warst damals ein halbes Jahr alt. Ich kenne sie nur von Fotos. Aber da sahen sie noch anders aus. Jünger, hoffentlich. Zur Beerdigung deiner Mutter war er jedenfalls nicht da. Du hast nie von ihm erzählt. Ja, da gibt's nicht viel zu erzählen. Dein Onkel hatte andere Pläne. Der hat sich nicht mehr für uns interessiert. Und bei uns wird ja auch nicht viel geredet. Kaffee? Nein, danke. Koffeinfrei? Dann müssten wir ihn ja nicht trinken. Naja, ich bin ein älterer Herr und bei uns in Kanada ist koffeinfrei sehr in. Koffeinfrei, sugarfree, weizenfree, milkfree, alkoholfrei. Maxi. Ja, wollen wir jetzt nicht zusammen essen gehen? Dann lernen wir uns wenigstens mal kennen. Ich kann jetzt hier nicht weg. Und heute Abend, da habe ich leider schon was vor. Was, schon wieder? Ja, aber morgen nach dem Mittagsgeschäft, gerne. Okay. Dann tomorrow. Und du bringst deine Tochter mit, ja? Wie heißt die? Mia. Mia. Klar. Das ist ja mal eine Überraschung. Mal sehen, was für eine. Ich habe ja kürzlich erst gelesen, dass gerade Frauen glauben, mit Zahlen nicht umgehen zu können. Stimmt da auch, dass manche einfach kein Hirn haben? Ja. Natürlich nicht. Ich sehe diese schwarzen Schnörkel und aus die Maus. Ich kann das nicht. Es macht gar keinen Sinn, dass ich hier bin. Das glaube ich nicht. Es ist nett, dass Sie das nicht glauben. Aber noch ein paar Mathestunden und Sie werden sehen, dass es so ist. Entschuldigung, ich bitte um Verzeihung. Ja. Es ist sehr klar heute. Ich wollte jetzt noch zur Sternwarte. Wenn Sie auch noch ein bisschen in den Himmel schauen möchten, damit alles, was ihn so beschäftigt, ganz klein wird. Eigentlich verboten, was wir hier machen? Ein bisschen schon. Ich hatte so gehofft, dass der Venustransit mir Glück bringt. Der Mensch neigt dazu, viel in die Sterne hinein zu interpretieren. Ich meine, der Mond bewegt ganze Weltmeere hin und her. Da kann er ja auch was in uns bewirken.
Die physikalischen Kräfte, die ganze Galaxien zusammenhalten, sind unbestritten. Aber sonst? Hat denn die Venus etwas bei Ihnen verändert? Ich bin immer noch pleite. Ich kann immer noch nicht rechnen und enttäusche meinen Vater weiterhin. Hier. Sehen Sie den hellen Stern? Sirius. Sie kennen sich aus. Durch meine Mama. Der ist gut 8 Lichtjahre entfernt. Wie, das Licht, das ich da jetzt sehe, ist 8 Jahre alt? Und wie alt sind Sie? So was fragt man doch eine Dame nicht einfach so. Entschuldigung. 37. Hier, dieser Stern. Moment. Sehen Sie den? Pollux? Pollux. Der hat sein Licht abgeschickt, als Sie geboren wurden. Nee, woher wollen Sie das denn wissen? Das lässt sich doch ganz einfach berechnen, indem man... Zahlen, ne? Ein schöner Stern. Nicht so schön wie Sie. Bitte? Da wohne ich. Danke für die Sterne. Gute Nacht. Gute Nacht. Was hast du in Vancouver gemacht? Ich habe studiert. Economics. Wie heißt das? Betriebswirtschaft. Er hat Betriebswirtschaft studiert. Ja, und dann habe ich eine Kaffeekette aufgebaut. Eine kleine. Und das habe ich dann langsam erweitert. Und das läuft? Naja, die Kuchen gehen ein bisschen mau. Kalorien sind out. Man trinkt nur noch Green Tea. Und wenn die Geschäfte schlecht gehen?
Widder. Pluto im Quadrat sorgt für Überraschung und bringt Bewegung in festgefahrene Strukturen. Hallo. Hallo. Hi. Was sind Sie denn für ein Sternzeichen? Fische, Aszendent Waage. Fische. Neptun wandert in die Fische und aktiviert unbewusste Sehnsüchte. Ja. I have to go. See you. Bis dann. Ich suche eine Zeitschrift. Spektrum der Astronomie. Bitte. Tatsächlich? Ja. Wollen Sie einen Kaffee? Ich habe im Moment nur Filterkaffee, aber Milchschaum wird ja maßlos überschätzt, finden Sie nicht? Schwarzer Kaffee ist jedenfalls wesentlich bekömmlicher als diese modernen Milchgetränke. Ich habe gerade erst gelesen, dass ein übermäßiger Konsum in direkter Relation zur allgemein zunehmenden Laktaseunverträglichkeit führt. Das milchspaltende Enzym Laktase nimmt ja im Laufe eines Lebens bei Menschen kontinuierlich ab. Also schwarz? Nein, ich wollte überhaupt keinen Kaffee. Ich wollte Sie fragen, ob wir vielleicht mal einen Ausflug machen. Ich kann nur sonntags. Ja, sonntags, 16 Uhr. Mit den Fahrrädern. Wir könnten ein Stück rausfahren und später, wenn es dunkel wird, vielleicht sogar in die Sterne schauen. Ja. Drinnen! Im alten Schrank. Sag mal, warum ist denn Mama nicht mitgekommen? Die trifft eine Freundin. Frauengespräch. Und danach gehen sie irgendwie noch zusammen aus. Schnur. Kurz. Wolfgang, du hattest ja Zeug, als ob jeden Moment die Russen kämen. Jetzt sag mir mal, was willst du mit einer 5 cm langen Schnur? Manchmal braucht man genau das. Das ist viel zu schade zum Wegwerfen. Ja, aber das belastet dich doch nur. Du musst uns Strichen und die Vergangenheit ziehen. Du hast es nie gelernt, was es heißt, nichts zu haben. Ja, aber den großen Bruder hatte, der mich beschützt hat. Weißt du, dein Opa? Er hat immer auf mich aufgepasst. Ich war der Frechste in der Klasse, aber keiner hat mir was getan, weil sie alle Angst vorm Opa hatten. Von meinem Opa? Ja, ja. Dafür hast du mich nie verpfiffen, wenn ich mit den Mädchen losgezogen bin. Ja. Und du hast mir immer dein halbes Butterbrot gegeben, damit ich groß und stark wäre. Ach, das erinnerst du dich noch? Ja, natürlich. Und zu unserer Mutter hast du immer gesagt, du hast keinen Hunger. Ja. Ja. So. Sag mal, sollen wir nachher mal ans Grundstück gehen? Deshalb bist du da. Ja. Und was machen Sie sonst noch? Sie halten diese Vorträge in der Sternwarte, Sie unterrichten an der Abendschule. Ohne Erfolg, befürchte ich. Meinen Sie, ich überfordere die Leute? Wahrscheinlich wissen Sie so wahnsinnig viel, dass Sie davon ausgehen, dass die anderen auch so viel wissen. Aber das tun die meisten nicht. Haben Sie Mathematik studiert? Oh ja. Eigentlich bin ich Physiker, Astrophysiker. Das beinhaltet Mathematik. Astrophysiker. Sterne, Weltall, schwarze Löcher. Und da gibt's Stellen? Was? Ach so, wenige Stellen. Ich erhoffe mir eine Professur. Aber dafür muss ich erst habilitieren. Das ist leider alles sehr langwierig und langweilig. Seit wann haben Sie denn Ihren Kiosk? Noch nicht so lang. Meine Mutter hat ihn mir vererbt und dann war er verpachtet. Jetzt versuche ich, das Erbe hochzuhalten. Ist nicht so leicht für eine Mathe-Niete wie mich. Machen Sie das eigentlich? Sie müssen ja ständig nachrechnen. Ich habe so meine Tricks.
Meistens runde ich ab. Oder ich bitte die Kunden, es mir passend zu geben, weil ich kein Wechselgeld habe. Nicht so spannend für einen Professor der Astrophysik. Doch, ist es. Außerdem bin ich noch kein Professor. Ein Professor hat doch keine Lust, über eine Kioskfrau zu sprechen, die noch dazu seine schlechteste Schülerin ist. Doch. Hat er. So. Ja, los. Komm. Komm. Was wollen wir denn hier? Mama und ich fragen uns schon immer, was damit ist. Wahrscheinlich ist der Besitzer schon lange tot. Kennt ihr das Grundstück? Dieses Grundstück hat mal mein Vater gekauft und jetzt gehört es uns. Hast du das nicht gesagt? Nein. Wahnsinn. Wenn das unser Grundstück ist, dann können wir doch was damit machen, oder Opa? Es gehört nicht uns. Es gehört Onkel Martin. Ja, dafür hat er unsere Mutter die Wohnung vermacht und den Garten. Ja? Und jetzt willst du das Grundstück unserer Mutter verkaufen? Wenn deine Geschäfte im Auge gehen. Da, schnell, wünsch dir was. Kometenstaub kann doch keine Wünsche erfüllen. Das Aufleuchten, was wir gerade gesehen haben, wird von Teilchen erzeugt, die 0,1 Millimeter groß sind und mit einer Geschwindigkeit von 70 Kilometer pro Sekunde auf die Erdatmosphäre treffen und verglühen. Ich würde bei einer Sternschnuppe an alles andere denken. Wie kommt es, dass du dich mit Zahlen so auskennst? Ich habe mich als Kind beim Betrachten des Weltalls irgendwie sonderbar gefühlt. Kennst du das? Irgendwie beunruhigend. Bis ich die verblüffende Welt der Zahlen entdeckt habe. Das war so, als würde ich in einem großen, dunklen Haus wohnen. So mit Dach und Keller und vielen, vielen Zimmern. Alles dunkel. Und mit der ersten Zahl ging in einem der Zimmer ein Licht an. Und dann in einem weiteren Zimmer. Und in einem weiteren. Und ich konnte sehen, wo ich bin. Durch Mathematik bekam ich eine Orientierung in der Welt. Ja. Den Schalter habe ich bei mir noch nicht gefunden. Warte mal. Guten Morgen, ist die Caro noch nicht da? Nee, die kommt halt etwas später. Binomische Formeln, was? Gehören Sie auch zu dem Kurs, bei dem es gestern so spät wurde? Bei Quadrat minus Quadrat muss ich die Plus-Minus-Formel anwenden. Ja. Aber die 1 ist doch kein Quadrat. Doch, natürlich, die 1 ist eine Quadratzahl. 1 hoch 2. Ah, das ist einmal 1. Verstehe. Danke. Ja, komm mal. Ich bin noch nicht fertig. Frau Caroline Waldheim? Oh. Guten Tag. Simmering, mein Name. Gerichtsverkehr. Frau Waldheim, gegen Sie wurde ein Mahnverfahren eingeleitet. Und ich bin damit beauftragt, die offenen Beträge einzutreiben. Sind Sie in der Lage, diese Beträge hier jetzt sofort zu begleichen? Frau Waldheim, schauen Sie doch, ob Sie bis morgen nicht etwas Geld auftreiben können. Dann könnten wir ein bisschen Zeit gewinnen. Ansonsten müsste ich morgen in Ihrer Wohnung nachsehen, ob ich nicht etwas pfänden kann. 11 Uhr? Auf. Ja.
hilft auch nicht. Aber wenn man genug davon trinkt, dann wird es doch nur noch schlimmer. Ja. Das ist der Kopf. Wir haben die Steuerung im Kopf. Du bist, was du denkst. Manchmal gibt es aber auch Männer in grauen Anzügen, die dir sagen, was du bist. Und welche in weißen. Aber sie sagen dir nicht, wer du bist. Ist dein Kurs nicht gut? Herr Schmelzer, es ist wirklich nicht fair, was Sie machen. Sie haben Schulden bei mir. Und jetzt kommen Sie überhaupt nicht mehr oder schleichen hier heimlich vorbei. Diese Pfefferminzbonbons, die bestelle ich nur für Sie. Die kauft sonst niemand. Tut mir leid, Frau Walter, mir nicht. Ich hab grad nix. Rente kommt doch erst. Die Rente. Die Rente. Sie haben doch schon bei meiner Mutter immer angeschrieben. Eigentlich ist mir heute gar nicht nach Grillen. Martin will Hamburger machen. Er behauptet, dass er die Weltbesten macht. Und dass wir alle staunen werden, wie lecker Hamburger eigentlich sind. Na dann. Was ist denn los? Nix. Bin nur ein bisschen müde. Ich weiß jetzt, wem das Grundstück gehört. Welches Grundstück? Na, das Grundstück, an dem wir immer vorbeigehen. Und wem? Es gehört Onkel Martin. Was? Der Trick ist, du musst ihn in der Mitte eindrücken, ja, und flach machen. Und die quellen durch die Hitze auf und sonst sehen die aus wie Fleischpflanzler. Frikadellen. Sag mal, du tauchst hier auf und tust so, als wärst du nie weg gewesen. Ja, und? Aha, der Kartoffelsalat. Du hast deinen Bruder, von dem du nie geredet hast. Es gibt ein Grundstück in der Familie, von dem du nie erzählt hast. Hast du noch irgendwelche Geheimnisse? Das hat alles nichts mit dir zu tun. Nichts? Aha. Wir sind eine Familie, oder? Ich dachte, da vertraut man sich, da erzählt man sich Dinge, aber nein. Wir sehen uns ja nur täglich, ich bin ja nur deine Tochter. Und weißt du was, es stimmt. Wir haben nichts miteinander zu tun, gar nichts. Carlo, beruhige dich, ja? Ich will mich gar nicht beruhigen, ich bin pleite. Insolvent, ja, aus, vorbei. Ich habe alles an die Wand gefahren, wie du es immer geahnt hast. Und ich habe dir nichts gesagt, weil ich mich vor dir verstecke und du versteckst dich vor mir. Ich habe die Mahnungen versteckt, damit du sie nicht siehst. Ich habe so getan, als wäre alles in Ordnung. Ich mache heimlich Mathekurse. Ich erzähle dir nichts von meinem Leben, weil dir eh alles nicht gut genug ist. Dabei weißt du, dass ich überhaupt nicht rechnen kann. Ich kann es einfach nicht so gut wie Mama. Diese scheiß Buchhaltung bringt mich um. Trotzdem habe ich es versucht. Ich habe versucht, dir es irgendwie recht zu machen. Aber du kannst nur rummeckern. Weil du immer alles runterwirtschaftest. Weil du immer alles anfängst und nicht zu Ende führst. Und ich muss dann einspringen. Irgendwann muss damit Schluss sein. Lass es. Lass es doch einfach. Wir müssen nicht so tun, als wären wir eine Familie, wenn es uns allen so schwer fällt. Komm hier. Caro, bleib doch hier. So stur. Du hast dir doch noch nie Gedanken gemacht um mich, um uns hier. Du bist auf und davon und hast dein Leben gelebt, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich hatte eine andere Vorstellung von meinem Leben. Nicht? Ich wollte meinem Glück eine Chance geben. Chance geben, eine Chance geben. Nach dem Krieg ist es um ganz andere Dinge gegangen. Mutter hat es nie überwunden, dass Vater nicht zurückgekommen ist. So eine mitgekriegt, da war ich zu jung. Aber ich? Sie hat ja nur noch uns beide. Er hat uns gebraucht. Aber du hast immer nur an dich gedacht. Immer. Und deshalb bist du nach Kanada. Und nach ihrem ersten Schlaganfall hast du es nicht für nötig gehalten, hierher zurückzukommen. Ich hatte mir was aufgebaut. Hätte ich alles hinwerfen sollen?
um mit dir am Muttersbett zu weinen? Ich hatte Pläne. Ja, was? Pläne? Vielleicht hatte ich auch Pläne. Aber einer musste die Verantwortung übernehmen. Du warst weit weg. Dir war's völlig egal, wer sich hier um alles kümmert. Auch nicht schlafen. Ich hab Hunger. Jetzt könnte ich 3 von diesen Hamburgern verputzen. Hey. Opa war einkaufen. Du bist genauso stur wie Opa. Dosenpfirsiche. Hat er die gekauft? Mhm. Als ich klein war, da habe ich die immer gegessen, wenn es mir schlecht ging. Eine ganze Dose. Ganz alleine. Mm. Und dann habe ich den Sirup ausgetrunken. Kühl, pappsüß und tröstlich. Da. Dass er daran gedacht hat. Weiß der Opa eigentlich vom Gerichtsvollzieher? Und jetzt? Frau Waldheim, ich will Ihnen doch nicht Ihr Zeug hier wegpfänden. Aber haben Sie keine Möglichkeit, Ihre Lieferanten, Ihre Gläubiger zumindest teilweise zufriedenzustellen? Ist denn irgendein Vermögen vorhanden? Gibt es irgendwelche Sicherheiten, Wertpapiere? Gibt es denn für Sie nicht irgendeine andere Möglichkeit, an Geld zu kommen? Der Rückkaufswert einer Versicherung, eine ausstehende Erbschaft? Oder kann Ihnen jemand etwas leihen? Frau Waldheim,
kommt, nicht wahr? Allerdings, ja. Aber jetzt müssen wir wirklich, ja? Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Mitglied der Einer Herzsprung-Stiftung darf ich Sie ganz herzlich zur Verleihung des diesjährigen Herzsprungpreises begrüßen. Wir alle wissen, dass dieser Preis nur alle 2 Jahre vergeben wird. Ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe, aber das hier ist auf jeden Fall eine Nummer größer. Und freuen uns hier. Ich fürchte, wir müssen dann nachher noch was trinken. Aber dann flüchten wir und machen uns einen schönen Abend. Okay. Meiring, willkommen zu heißen. Zwei astrophysikalische Pioniertaten zeichnet das Schaffen von Herzsprung, dem 1873 geborenen Preisstifter, aus. 1913 gelang ihm die erste Entfernungsbestimmung zu Cepheiden in der kleinen Magellanschen Wolke. 1915 widmete sich Meyring den Doppelsternen. Heute weiß man, dass mit dem Drehimpuls einer gravitativ kollabierenden interstellaren Wolke auch die Wahrscheinlichkeit der Bildung eines Doppelsterns anstelle eines Einzelsterns steigt. Dr. Meyring hat nun mit seiner jüngsten Forschung anlässlich der Entdeckung eines neuen Doppelsternsystems in unserer Milchstraße auch astrophysikalische Pioniertat geleistet. Ich danke der Jury für diese ehrenvolle Auszeichnung. Und vor allem Professor Hahnenkamp für seine sehr freundlichen Worte. Mit der sensationellen Entdeckung gelang es nun zum ersten Mal, die Periodizität im Signal einer bisher noch nicht identifizierten Gammastrahlenquelle allein aus den Gammadaten zu etablieren. Hochenergetische Strahlung kommt im Doppelsternsystem durch die Wechselwirkung von Teilchen aus beiden Partnersternen zustande. Wir nehmen nun an, dass... Mama, du bist ja schon da. Doppelsterne gibt's nur im Himmel. Er ist ein gefeierter Wissenschaftler und ich habe nicht mal verstanden, wofür er den Preis überhaupt bekommen hat. Das Einzige, was ich verstanden habe, ist Doppelstern. Kommt's darauf an? Er hat mich einfach vergessen. Mit irgendeiner Brillenschlange das Weltall erklärt. Was ihn wirklich interessiert, das bin nicht ich. Es ist das Universum, Sterne, Mathematik, Physik, weiß der Geier. Das ist seine Welt. Da passe ich nicht rein. Du hast doch auch deine eigene Welt. Was denn schon? Ich mit meinem Kiosk und meinem Geldproblem und meinem Vater, der sich mir nicht anvertraut? Nee. Du bist einfach verschwunden. Das hat alles keinen Sinn, alles. Du, ich, der Kiosk, der Mathekurs. Der Gerichtsvollzieher war da, ich muss den Kiosk aufgeben. Und dann suche ich mir einen Job in einer Wäscherei. Da braucht man wenigstens keine Mathematik. Aber warum hast du mir denn nichts gesagt? Ich wollte dir den Abend nicht verderben. Ich hätte doch zumindest... Was hättest du? Aufgehört, dieser Frau deine Theorien darzulegen, oder was? Ich habe gehustet wie eine Asthmatikerin dritten Grades und du hast es überhaupt nicht gemerkt. Du bist echt von einem anderen Stern. Aus einer anderen Galaxie. Das hat keinen Sinn. Mhm.
Hallo. Ist was? Weißt du, für Martin war immer alles viel leichter, viel, viel einfacher. Für ihn war ganz klar, er will hinaus und die Welt sehen. Ich habe immer gedacht, irgendwann kommt auch für mich die Zeit. Aber vielleicht hätte ich mich auch gar nicht getraut, diesen Schritt zu machen. Und da kam deine Mutter und dann bist du gekommen. Ich hätte mir so gewünscht, dass wenigstens du etwas aus deinem Leben machst. Ich verstehe das nicht. Du hattest doch die Wahl. Ich habe dir doch alle Möglichkeiten angeboten. Ja, ich hätte Abitur machen sollen und studieren. Aber ich konnte es ja gar nicht. Das waren nie erreichbare Ziele für mich, Papa. Ich hätte mir so gewünscht, dass du deine Chancen nutzt. Ich musste doch meine Möglichkeiten nutzen, nicht deine. Es ist doch mein Leben. Ich habe mir gedacht, der Kiosk von Mama wäre eine gute Idee. Ich dachte immer, ich schaffe das schon. Ich kann in den Himmel stürmen. Und es hat eben seine Grenzen. Ich wollte doch immer nur alles richtig machen. Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Ich möchte das Grundstück Caro überschreiben. Was? Ich habe gedacht, du willst verkaufen, weil du Geld brauchst. Ach, Quatsch! Du mit deinem ewigen Misstrauen. Ich habe dir doch gesagt, ich bin gekommen, um einige Dinge zu regeln und uns zu versöhnen, solange wir noch Zeit dazu haben. Schade, dass wir so lange dafür gebraucht haben. Ja. Schade. Um die vertane Zeit. Vielleicht kann Herr Caro den Wunsch von unserer Mutter erfüllen. Nein, Caro wird verkaufen. Sie hat ja Schulden. Ja, und? Ist doch okay, dann soll sie eben verkaufen. Du musst sie mal loslassen. Ah, Maxi, kann man ihn. Excuse me, ma'am. Ihr kennt euch, ne? Ja. Grüß Gott. Ja. Ja. Karl ist doch nicht krank. Nein, natürlich nicht krank. Das ist eher eine Schwäche. Dyskalkulie muss man sich vorstellen wie eine Rot-Grün-Blindheit, aber eben nur mit Zahlen. Caro kann mit Zahlen nichts anfangen. Sie sieht sie einfach nicht, auch wenn sie sich noch so anstrengt.
Legasthenie kennt jeder. Aber Dyskalkulie ist nicht jedem geläufig. Und bei Caro hat man es anscheinend nie erkannt, weil Lehrer einfach davon ausgehen, dass Mädchen nicht rechnen können. Und Dyskalkulie in Caros Jugend eher noch ein Fremdwort war. Sie hat doch die Schule geschafft. Das kann man doch nur, wenn man Zahlen erkennt. Sie glauben ja nicht, was Schüler alles anstellen, um über solche Defizite hinwegzutäuschen. Es gibt sogar Analphabeten, die einen Schulabschluss haben. Also ich finde so eine Leistung enorm. Also, wie sind Sie denn darauf gekommen? Ihr Anschreibbuch. Bei Caro sehen die 7er aus für großes F, die 3er für großes E. Hier vertauscht sie gerne mit der 5, die 6 mit der 9 und umgekehrt. Zahlen schreibt sie eher nach Gehör als nach Richtigkeit. Schauen Sie. Also, sie schreibt 43 statt 34. 3, 4. Hey, woher? Woher wissen Sie das eigentlich alles? Ich hatte auch mal ein anderes Leben. Ich war Lehrerin. Eine völlig überforderte Lehrerin. Heutzutage wird man das Burnout nennen, aber damals war man reif fürs Irrenhaus. Das klebt dann an einem, das wird man nicht mal los, Brust. Dyskalkulie ist therapierbar. Und es hat nichts, absolut gar nichts mit Dummheit zu tun oder mangelndem Fleiß. Deine Buchführung übernehmen? Wäre das vielleicht hilfreich? Ja, das wäre sogar sehr hilfreich. Weißt du noch das Sternenpaar, was wir gesehen haben? Albireo. Obwohl beide so unterschiedlich sind. Blau und rot. Ja, blau und rot. Und mit bloßem Auge sehen sie aus wie eins. Vater hat das Grundstück gekauft, bevor er eingezogen wurde. Er hat der Mutter versprochen, dass er hier ein Haus bauen wird, wenn der Krieg vorbei ist. Ja. Und immer wenn es uns schlecht ging, da hat sie von dem Haus geträumt. Ne? Ja. Eine Badewanne von warmem Wasser aus der Leitung. Ja, sie wollte den Weg bis zum Haus hin und sie wusste schon ganz genau, welche Blume sie pflanzen würde. Rosen. Links und rechts Rosen. Genau, ja. Ja. Und wir haben versprochen, ihr diesen Traum zu erfüllen. Wir wollten in das Haus bauen. Ja, davon war natürlich nicht die Rede. Ich habe gearbeitet und das Geld hat hinten und vorne nicht gelangt. Ich habe damals zur Mutter gesagt, es wäre besser, das Grundstück zu verkaufen. Genau, und deswegen hat sie es mir vererbt. Ja, genau. Und ich möchte jetzt dir, Caro, dieses Grundstück vermachen. Was? Bist du sicher? Danke. Oh, das will ich nicht. Was? Ja, wieso denn nicht? Bei mir steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür. Da ist das Grundstück früher oder später weg. Aber vielleicht möchtest du es der Mia überschreiben. Für sie wäre das eine ganz tolle Absicherung für die Zukunft. Da kann ich ihr nicht so viel bieten. Vielleicht möchte Mia hier mal ein Haus bauen. Ja, und du? Was machst du? Ich werde den Kiosk verpachten. Was?
Carina hat mir angeboten, in ihrer Boutique als Schneiderin anzufangen. Da freue ich mich drauf. Und so willst du deine Schulden bezahlen? Komm, jetzt lass sie doch mal. Sie ist erwachsen. Ich habe einen guten Schuldenberater. You will see, die reißen uns die Hamburger mittags aus den Händen. Wieso habe ich mich auf diese Schnapsidee eingelassen? Weil du ein Verantwortungsgefühl hast und weil du deine kleine Bruder nicht im Stich lassen kannst. Dabei wollte ich gerade jetzt ein Ticket nach Vancouver kaufen. Ach ja. Jetzt müsst ihr aber erst mal Gewinn machen. Mama will euch nämlich die Pacht erhöhen. Was? Du hast dir doch immer ein bisschen mehr kaufmännischen Verstand von Mama gewünscht. No problem, ne? Dann kassieren wir den Schmelzer ab und dann haben wir die Pacht für ein paar Monate her. Sehr gut. Ohne dich wäre ich wohl kaum gesellschaftsfähig. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Meteoriten erschlagen zu werden, habe ich immer für weitaus größer gehalten, als eine Frau wie dich zu treffen. Was glaubst du, wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, von einem Meteoriten erschlagen zu werden? Was glaubst du, wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, von mir geküsst zu werden?